In dieser Aufgabe sollen wir wieder unser Delta AM, Delta AC und Delta AD bestimmen. Das heißt, wir haben jetzt mal eine Mischaufgabe, wo wir eine Spiralfeder und eine Schraubenfeder haben. Und wir sehen jetzt, dass diese Berechnungen relativ schnell gehen. Das heißt, solche Kräfte bzw. solche Arbeiten, die berechnen wir halt ja immer auf dieselbe Art und Weise. Also hier einmal für AM, da habe ich wieder die Strecke eingetragen, unsere virtuelle Verrückungslinie, dann unsere Kräfte. Worauf wir achten müssen, ist hier unser Winkel Phi, ne, in welche Richtung der zeigt und in welche Richtung unser Gewicht abfällt. Und hier sehen wir, okay, unsere Gewichtskraft, also die Teilgewichtskraft, geht auch in dieselbe Richtung wie unser Winkel. Also ist das ein positives Vorzeichen. Wir senken das Gewicht ab. Das Gewicht ist positiv, also die Arbeit, die das Gewicht verrichtet, ist positiv bezüglich unseres Systems. Wenn wir jetzt die Arbeit für AC bestimmen wollen, wissen wir, okay, Federn, negatives Vorzeichen können wir direkt hinschreiben. Müssen wir nicht viel überlegen. Müssen jetzt aber ein bisschen überlegen, wie wir an die Strecke S kommen. Die Strecke S, die ist ja irgendwo hier. Also das ist ja diese Dehnung oder Stauchung dieser Feder. Und um die zu bestimmen, machen wir hier wieder diesen Trick mit dem Umfang. Wir sagen, okay, Umfang ist ja eigentlich Integral RD Phi. Und für winzig kleine Winkeländerungen ist unser Winkel DS, also ist unser Winkel, beziehungsweise für ganz kleine Winkel ist unser Umfang eine gerade Linie. Und das heißt, wir können DS schreiben als R mal D Phi. So. Das heißt, FC ist unser CF mal R mal Phi. Denn unser Winkel S beziehungsweise hier unser DS, das setzen wir dann hier ein. Dann haben wir hier unser DS und unsere Strecke S, die ist unser Umfang. Und das ist hier an dieser Stelle UR mal Phi. Ja, also das ist dieses Mal also wirklich gleich den Umfang, den wir hier gegangen sind. Das ist ja gesagt, von hier bis nach hier. Diese krumme Strecke entspricht unserem S, wie wir hier dieses Seil komplett ausgelenkt haben. Das heißt, unser Umfang ist unser S, das wir berechnen haben wollen. Das heißt, U ist gleich unser, nicht 8, sondern hier diese Länge der Ausdehnung unserer Feder. Wenn ich das dann zusammenführe, komme ich hier auf diese Formel. Und das ist dann unsere Endformel. Wichtig ist, ich muss diesen Winkel in Radiant angeben. Der war in diesem Fall 45 Grad. Das sind dann Pi Viertel. Dann habe ich auch die Endformel für unsere Arbeit der Feder. Und jetzt sehen wir auch direkt den Vergleich zwischen einer Spiralfeder und einer Schraubenfeder. Für die Spiralfeder ist die Endformel einfach minus F d mal ds, beziehungsweise minus C d mal Phi d Phi. Also hier unsere Kraft F ist die schon aktuelle Auslenkung. Das ist nämlich unsere Federsteifigkeit mal unseren Winkel Phi. Das ist die aktuelle Kraft, die da herrscht. Und wenn wir das differenziell sehen wollen, also hier mit Delphi, dann müssen wir das einfach dazu multiplizieren. Das ist dann auch tatsächlich die Endlösung. Das heißt, bei so einer Aufgabe, wo zwei Federn gesucht sind, ist das immer sehr schön. Besonders wenn da so eine Spiralfeder drin vorkommt. Man muss halt darauf achten, in welche Richtung geht der Winkel und in welche Richtung gehen meine Kräfte, damit ich hier definitiv die richtigen Vorzeichen mache.